Ich habe Bierpost aus Vorarlberg bekommen und die erste Flasche, die kommt jetzt, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin ja immer sehr dankbar, wenn mir bekannte Freunde Biere aus dem Urlaub, Biere aus ihrer Heimat oder aus dem Bekanntenkreis zu schicken, die ich hier in Wien nicht kaufen kann oder weil ich auch nie da gewesen bin, halt einfach nicht an diese Biere rankomme. Und insofern geht heute Abend erstmal ein richtig dickes Danke an den Dominik in Vorarlberg raus. Der hat mir nämlich ein paar Biere aus der Gegend mitgebracht und das erste möchte ich jetzt hier verkosten. Das ist das Omes 2557 oder 2557. Jetzt halte ich es mit der Hand zu, das Pale Ale, da unten steht es nämlich. Und ich habe von der Brauerei noch nie was gehört. Und dann schaue ich hinten auf das Etikett und dann steht als Hersteller die Walch Hotel Betriebs GmbH in Lech am Arlberg. Und dann habe ich mal auf die Internetsuche gemacht und bin drauf gekommen. Es handelt sich dabei um das Hotel Gotthard, das in seinem Bestand eine alte Bäckerei hatte und die wurde nicht mehr genutzt und hat schlicht und ergreifend aus dieser alten Bäckerei eine Brauerei gemacht, was ich sehr, sehr nett finde und braut da jetzt handgemachte Biere. Unter anderem eben auch dieses Pale Ale. Ich habe noch ein Weizenbier bekommen und auf der Homepage zugegebenermaßen ist nicht viel zu sehen, was man sonst noch an Bieren macht. Vermutlich liegt es einfach daran, dass man da relativ häufig rotiert. 7,0 Volumenprozent Alkohol und 15,6 Grad Plato, was ziemlich kernig ist. Hätte jetzt gesagt, so vom Alkoholgehalt hätte das auch gut ein IPA werden können. Es ist Aroma, Hopfen, Hefe und Gerstenmalz und Wasser drin. Und das Wasser ist sogar Granderwasser, wobei ich da als Ingenieur ein bisschen drüber schmunzeln muss. Hier oben steht nochmal Omes 2557. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Und ich habe mich dann gefragt, woher kommt denn dieser Name? Es handelt sich dabei um das Omeshorn, das 2557 Meter hoch ist. Also damit schließen sich alle Kreise wieder, wir haben alle Informationen und jetzt würde ich sagen, geh was dann auch mal an. Oh, der hat sich aber richtig gewehrt. Ist, glaube ich, auch ein großer Kronkorken, weil die Flasche, über die haben wir noch gar nicht geredet. Wenn ich einschenke, kann man da mal ein bisschen drüber plaudern. Die ist natürlich auch sehr speziell und lädt natürlich auch dazu ein, als Souvenir aus dem Hotel mitgenommen zu werden und oder halt mir geschickt zu werden. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben eine schöne, dünklere Bernsteinfarbe. Wir haben einen relativ kräftigen Schaum, zwei Finger breit hier oben drauf, leicht beigen Einschlag haftet. Oh, eher wenig am Glas, dafür richtig schön fluffig, cremig und auch nicht zu kompakt. Na schau, jetzt kriegen wir doch ein bisschen ans Glas. Ja, jetzt kriegen wir es auch ans Glas gehängt. Also, alles fein. Wir haben karamellige Noten, wir haben ein bisschen Kräuter drin, wir haben also ganz leichte Zitrusnoten. Also in der Nase, muss ich sagen, überwiegt dann tatsächlich eher das Malzige. Gar nicht zu süß. Ja, dann würde ich sagen, cheers! Ja, es hat eine... Hui. Erstmal das Ganze wieder sortieren. Es hat ein schön sanftes Mundgefühl. Es wirkt relativ trocken. Also ein bisschen strohig, Karamell ist wieder mit drin. Muss sagen, für ein Pale Ale relativ untypisch. Also wenn man jetzt mal von diesen amerikanischen Vorbildern einfach ausgeht, wo die Pale Ales dann doch teilweise so von der Stange kommen. Und da ist sicher zumindest ein Aromahopfen drin, der jetzt nicht so ganz dieses klassische Klischee bedient. Es ist sogar leicht harzig, würde ich sagen. Ein bisschen brotig und hat einen schönen mittleren Körper. Eine Kohlensäure, ihr habt es gesehen, die war doch durchaus intensiver, aber wirkt von der Intensität her sehr durchschnittlich.
und ja, cremige Textur. Es wird hinten raus, wird es ein bisschen dünner. Also so hinten im Nachtrunk und so nach dem zweiten oder dritten Schluck verflacht das Ganze dann ein bisschen. Bleibt aber, was die Aromen und Geschmäcke angeht, relativ konstant. Und es hängt dann mit seiner Trockenheit, hängt es dann noch ein bisschen am Gaumen, diese karamelligen Noten und vielleicht auch so ein bisschen von der Harzigkeit. Es ist ein Bier, von dem ich sagen würde, es ist relativ gut trinkbar. Also hat eine vergleichsweise gute Süffigkeit. Das passt natürlich dann auch zu einer Gasthausbrauerei oder Hotelbrauerei, dass man da eben auch einen gewissen Durchsatz hinbekommt. Es ist jetzt, würde ich sagen, eher wenig komplex und mir fehlt so ein bisschen der Pfiff, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt so das Aha-Erlebnis in dem Bier. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass es eben nicht so von der Stange ist und dafür eher so in diese malzig-karamellige, harzige Richtung geht, was ich jetzt beim Pale Ale auch nicht per se erwarten würde. Deshalb gibt es von ProbierTV für das Omos 2557 aus Vorarlberg das Pale Ale, gibt es von mir 3 von 5 möglichen Punkten für das Omos Pale Ale aus Vorarlberg. Wenn ihr andere Biere aus dieser Brauerei kennt und das Weizenbier, das habe ich noch im Schrank stehen, oder Kühlschrank stehen in dem Fall, dann könnt ihr mir ja vielleicht was empfehlen und vielleicht kann ich da den Dominik überzeugen, dass er mir das noch zusteckt. An den geht nochmal ein fettes Danke raus am Ende für dieses Pale Ale, dass ich diese Brauerei auch in meinen Wissensschatz aufnehmen kann. Und wie gesagt, denkt immer dran, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, es gibt vielleicht in der Heimat jemand, der sich über ein bieriges Mitbringsel freut und dann packt man ein Fläschchen ein, wenn ihr auf dem Heimweg seid. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.